Das muss sein, weil es eine Zeitung braucht, die den Anspruch eines kritisch-aufklärerischen Journalismus radikal ernst nimmt. Die Taz muss sein, weil es eine Zeitung braucht, die Selbstbestimmung und Gerechtigkeit als universelle Werte begreift und in ihrer Berichterstattung die gesellschaftlichen Handlungs- und Veränderungsmöglichkeiten aufzeigt. Eine Zeitung, die zum Handeln und Einmischen aufruft. Die Taz muss sein, weil es keine Zeitung gibt, die so genial Hardcore-Politik und intelligente Unterhaltung mischt. Ironie und Satire gehören seit Gründungstagen zur Taz dazu. Und die zeigen sich eben nicht nur in, wenn wir Glück haben, gelungenen Überschriften und in der Wahrheitsseite, auf der auch der Tom steht, der da draußen diese wunderbaren Comics im Mund hängen hat, sondern es gehört eben auch dazu, wie die Taz mit bestimmten Themen umgeht. Also eine meiner nettesten Erinnerungen aus den letzten Jahren war der sogenannte Kartoffelkrieg. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, auf der Wahrheitsseite wurde Kaczynski beschimpft, der polnische Präsident wurde als Kartoffel bezeichnet. Das gab diplomatische Verwicklungen zwischen Deutschland und Polen. Angela Merkel wurde aufgefordert, sich für die Taz zu entschuldigen. Ich wurde mit einem staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren in Polen überzogen. In Polen steht auch Präsident Beleidigung 3 Jahre Haft. Und so weiter und so weiter. Das Ganze zog sich tatsächlich ein ganzes Jahr hin. Die Taz war in der Zeit, glaube ich, die bekannteste Zeitung in Polen und wurde aber von fast allen Blättern beschimpft, weil es gibt ja ganz gute Blätter in Polen. Aber selbst die einigermaßen Vernünftigen fanden sich in ihrem Nationalstaat verletzt. Also da kann ich nur sagen, da haben wir es in Deutschland ein bisschen besser. Wir haben es sehr genossen, den Kartoffeln.